Die Herzchirurgie hat in den vergangenen Jahrzehnten einen enormen Wandel vollzogen. Immer schonendere OP-Methoden werden angewandt. Doch eine große Frage treibt die Herzchirurgen immer wieder um. Kann man erkrankte Teile des Herzens ohne Fremdmaterial, zum Beispiel Prothesen, rekonstruieren? Das Deutsche Herzzentrum ist dafür bekannt, immer die neuesten und innovativsten Methoden für die Patienten anzubieten. Und eine der wesentlichen Fragen der Patienten ist immer: Herr Doktor, können Sie meine eigene Klappe erhalten? Nun, bei vielen Erkrankungen können wir die eigene Klappe zwar nicht erhalten, aber wir haben jetzt eventuell eine Methode, mit der wir aus Eigenmaterial, aus dem Material des Patienten selber, eine Klappe wieder so rekonstruieren können, dass sie fast so wie die eigene Klappe hinterher funktioniert. Das hat wesentliche Vorteile für den Patienten, aber es hat auch wesentliche Vorteile für das Herz selber, weil der Widerstand, den eine solche rekonstruierte Klappe dem Herzen entgegensetzt, ist sehr viel niedriger, als wenn man eine konventionell auf dem Markt erhältliche Prothese implantiert. Und damit kann sich das Herz auch wesentlich schneller erholen. Im Fall der Aortenklappe ist diese Form der Rekonstruktion nun möglich. Entwickelt wurde diese Methode von dem japanischen Herzchirurgen Professor Shigeyuki Ozaki. Die Idee? Eine defekte Aortenklappe wird nicht wie üblich mit körperfremden Prothesen, sondern mit körpereigenem Gewebe rekonstruiert. Anhand eines Musterfalls wird Professor Ozaki den Ärzten der Herzchirurgie seine Methode zeigen. Der Patient, den wir gleich operieren werden, ist 62 Jahre alt und hat ein kombiniertes Aortenklappenvitium. Das bedeutet, dass seine Klappe zum einen nicht richtig schließt und zum anderen eine nicht mehr ausreichende Öffnungsbewegung hat. Das heißt, diese Klappe hat eigentlich zwei Pathologien. Für eine Rekonstruktion kommt sie aufgrund der fehlenden Öffnung nicht in Frage, sodass wir eine neue Klappe nach der Methode von Professor Ozaki aufbauen werden. Die OP für diese neue Art der Rekonstruktion wird ca. 3 bis 4 Stunden dauern. Der Patient wurde bereits in Narkose versetzt und das Brustbein schon geöffnet. Bis dahin unterscheidet sich die Methode nicht wesentlich von einem gewöhnlichen herzchirurgischen Eingriff. Eine zentrale Rolle spielt jetzt der Herzbeutel, das sogenannte Perikard. Das Eigenmaterial kommt vom sogenannten Herzbeutel. Alle Organe in unserem Körper haben eine Hülle um sich herum. Das gilt für die Lunge, für die Leber, für die Niere und eben auch fürs Herz. Diese Hülle kann man verwenden und kann sie hinterher mit entsprechendem künstlichem Material wieder ersetzen. Das ist ohne jegliche Folgen für den Patienten. Also das hier ist das Perikard. Das werden wir jetzt von diesen Strukturen, diesem Fett befreien. Und dann ein großes Stück davon entnehmen.